Okay, ich will jetzt mal sehen, ob die Spinne noch aktiv ist. Tatsächlich ist der Name von der weißen Spider Zeus. Zeus. Ich habe zwar Kristalle, aber nicht die nötigen Punkte. Jetzt bin ich mal gespannt. Außerdem muss ich dem Leviathan immer noch das Auge auslesen. Das will ich machen. Dafür habe ich extra die Kanone gekauft für teuer Punkte. Aber ich kann mir Zeit nehmen. Theoretisch ist die Spider erledigt. Ich hoffe, das ist so wie im Hauptspiel, wo ich den Leviathan das Auge rauslese und ab da an pisst er mir nicht mehr ans Bein. Eigentlich könnte ich das Hauptspiel benutzen, um aufzuleveln, wenn ich da genau drüber nachdenke. Weil da gibt es keinen Leviathan mehr. Aber nein. Wo ist denn da die Herausforderung? Ich bin mal gespannt, was ich so für schöne Sachen noch oben finden kann. Ich meine, ich habe mir ganz oben die Minen ja noch nicht mal richtig angeguckt. Ich habe da ja nur reingelasert, um ein bisschen XP zu sammeln und dann war es das. Und gelingt nicht mal so eine oder andere Ressource mit rauszuschleppen, aber theoretisch habe ich die Minen ja noch selber noch nicht so wirklich gesehen. Auch wieder ein neues Update. Ein paar Sachen wurden genervt, ein paar Sachen wurden verstärkt. Muss man selber eben gerade nachgucken, was wurde eigentlich verbessert. Nicht wundern, das Spiel steht gerade, weil ich gerade nachgucke. So, mal kurz das auch rüberziehen. So. Reduce the Pulse Gun Relic Damage. Also das Pulse Gun, das ich einsammeln kann, das mein Puls von meiner Zug loslässt, wurde genervt. Das war wohl ein bisschen zu krass. Wobei ich persönlich das gerade in den höheren Minen wertschätzen würde, wenn es zu krass ist. Normalerweise gehen diese Minen eher nach unten anstatt nach oben.
Oh, Waffe. Ja, bitte, 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 Maschinengewehr, bitte, Maschinengewehr. Bitte, 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 bitte. Blech. Naja, sollte die Spinne immer noch existieren, ist das immerhin eine Möglichkeit, die schnell loszuwerden. Mehr oder weniger schnell. Hoch auf die Kreissäge. Nein, ich wollte nicht abkoppeln. Ich will eher ankoppeln, aber ich brauche mal eben Geschwindigkeit. Hoffentlich encounter ich keine Bugs mehr hier in dem Spiel. Sie haben den Schaden von den Drohnenraketenwerfern reduziert. Jetzt finde ich es wirklich schade, dass ich das noch nicht freischalten konnte bis jetzt. Mir fehlt ja entweder die Tech oder die Ressource, um das mal freizuschalten. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja, gut. Das klingt danach, als würde es immer noch eine sehr kompetente Waffe sein. Change the attack priority for the drones and the spider rockets. They now target the most dangerous Zyrex first and the weakest one last. Okay, jetzt gehen die Viecher, also meine Drohnen und meine Raketen auf die stärksten Viecher, anstatt einfach auf das vermeintlich stärkste. Ich meine, ich habe schon. Eigentlich reagierte die Rakete immer schon ganz gut, aber wenn es jetzt noch besser wird. At a warning sign that appears on a player's Robo-Spider, when a Zeus White Robo-Spider launches the homing rocket. Also, wenn Zeus die Homing-Rakete schießt, kriege ich eine Meldung. 356. Wir haben es geschafft, ein effizientes Verteidigungssystem um den Außenposten zu bauen. Aber wenn wir uns lange außerhalb der Bergungsbegrenzung aufhalten, bedeutet das den sicheren Tod. Das bedeutet, dass das Hauptziel der Expedition nicht erreicht werden kann, wenn wir uns nicht etwas einfallen lassen. Ich bin gespannt, was ist das Hauptziel der Dings? Da ist noch eine Menge Story in dem Spiel, glaube ich. Theoretisch muss ich noch mal ein paar Durchgänge machen. Mal gucken. Je nachdem, wie meine Lust und Laune gerade ist. Bam! Komm her. Sechs Stück. Jedes Mal die falsche Taste. Eigentlich sollte man ja Muskelgedächtnis für sowas haben, aber irgendwie fehlt mir das manchmal.
Wie sieht das anders aus, als ich es in Erinnerung habe von den anderen Minen immer? Kann es sein, dass sie vielleicht die Layouts ein bisschen abgeschenkt haben? Ich geh mal lieber zurück. Dritte Welle könnte ziemlich eklig sein. Das hoch und runter ist normal, aber ich war der Meinung, das hier hatte ich bis jetzt noch nicht so gesehen. Ich kann mich auch irren. Mann, ich wünschte, ich könnte die Reichweite von dem Ding erhöhen. Ein Kristall dafür fehlt mir noch. Ich meine, die Reichweite kann ich erhöhen. Flappy Bird! Hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter in Dammers Gletsch. Ich glaube, da ist eine Waffe. Ich
danke. Ernsthaft, ein einzelner. Oh, ich komm mit. Merkt die Spider nicht mal. Ah, die chemische Spur. Wundervoll. So, was kann ich denn jetzt gerade aufrüsten? Hier unten eigentlich nur den Zwillingsstrahler. Ich lasse es mal auf meinen Hauptstrahler. Ich will mal mehr Feuerkraft dahinter haben. Waffentechnisch bin ich leider nicht so gut aufgestellt. Die Drohnen sind eigentlich ganz gut. Für diese richtig krassen Ressourcen brauche ich 15 Stück dafür. Schade, davon hatte ich nur zwei. Egal, ich habe eine zusätzliche Gunbone. Theoretisch sollten die das sogar so jetzt schaffen. Trotzdem hat ein Säurespucker das durchgeschafft. Egal, nicht schlimm. So, jetzt machen wir mal eben den Test aufs Exempel oder so ähnlich, wie es mit dem Stempel heißt, und hauen dem Spider ein um die Ohren.
Sofern er noch existiert, was ich ja nicht hoffe. Existiert noch, so ein Dreck. Das heißt, ich kann im Prinzip nur den Leviathan wieder vernichten und... Also schicken sie wohl scheinbar immer wieder einen neuen Typen oder so. Au, das hat mir getan. Mal wenigstens keiner von diesen nutzlosen Minenunterstützungsgeräten wurde. Wobei der Generator eigentlich ganz gut ist, gerade in den tieferen, dicken Minen, aber naja. Reingetreten. Oh, ich glaube, ich habe gerade eine neue Drohne eingesammelt. Okay, betreibt nochmal 7. Bist du verpflichtet, alle Besorgung unter besagten Gerät? Bla 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 bla. Okay, das Ding gibt mir nichts Neues. Buja. Ah, von den normalen Eisenstückchen oder was, es sind fehlen mir welche. Okay.
Farmen. Der neue Tech wäre jetzt echt extrem geil. Scheiße, ich habe eine Forschung, glaube ich, gar nicht geführt, die ich eigentlich mal gerne mitnehme. Das hier kann ich mir auf jeden Fall jetzt leisten. Nee, stimmt, das war, glaube ich, eine andere Geschichte, an die ich gerade gedacht habe. Na gut. Eigentlich würde ich ganz gerne auf das Maschinengewehr setzen. Ich glaube, das Maschinengewehr finde ich jetzt aber nicht mehr. Mit ein bisschen Glück finde ich das in einer dieser Minen hier. Kugelhagel von den Drohnen. Die Mitte wird anstrengend. Wir haben die Story so weit angetrieben, dass wir jetzt wissen, dass der Leviathan tatsächlich eine viel größere Monstrosität ist, als wir vorher dachten. Dass die Expeditionsmitglieder immer noch in der Mauer hausen, die wohl offensichtlich auch irgendwie so ein bisschen ja, direkt da mit den Vorfahren noch verbunden sind, als wir unten Bodenkriecher mit unseren Arbeitsspiders. Obwohl ich den Typen die Fresse geplasmert habe, ist er offensichtlich immer noch am Leben. Bleibt also nur zu hoffen, dass ich wirklich den Leviathan loswerde, wenn ich ihm das Auge rausschieße. Oder schicke einen komplett neuen Tentakel, das kann ja auch natürlich auch sein. Fuck, ich wäre echt zu gerne noch ganz nach oben geklettert. Also werden sie wahrscheinlich nochmal eine Erweiterung bringen, mit der man noch weiter nach oben kommt. Oder es gibt Krieg gegen die anderen Spinnentypen. Immerhin kein Stress mit vorangehen. Oh, ich habe vergessen, dass die Patchnotes ja noch offen hatte hier. Wobei der Rest relativ uninteressant ist. Ich glaube, dass das mir auf den Sack gegangen ist beim letzten Mal mit dem, dass ich mich nicht heilen kann, beziehungsweise den Spider nicht heilen kann. Ich glaube, das haben sie, glaube ich, nicht getackelt. Ich bin mir auch nicht sicher. Den Layer of the Circular Drone Spawn from the Layer under the Character to the Layer under the Robo Spider gewechselt. Was auch immer das bedeutet. Offensichtlich kann jetzt nichts mehr die Robo Spider verdecken, theoretisch. Beziehungsweise, wenn the Repair Kit didn't heal the Character. Okay, ja. Yeah. Das Reparaturkit kann also unter Umständen oder konnte unter Umständen nicht funktionieren. Fix an issue when the Robo Spider didn't take any damage after the first dash to the Leviathan's tentacle until the next dash.
Also könnte die Spider theoretisch kurzzeitig unverwundbar werden. Warum passiert nie sowas nicht? Issue when a player didn't take any damage from the Titan's Leviathan Laser. Das wäre auch sehr schön gewesen, dass man vom Leviathan Laser nicht mehr zerlegt wird. Ich frage mich, was sie dann als nächsten Boss einführen. Ich meine, erst gab es den Leviathan, okay. Bis man ihm das Auge mit dem Kern rausgefeuert hat. Jetzt gibt's süß. Aber den ich offensichtlich nicht permanent loswerde in dem DLC. Die Rakete wusste nicht, wohin sie soll. Die ist alles schon vorher gestorben. Okay, an dieser Stelle kann ich das für meinen Drohnen überlassen. Ich glaube nicht, dass die Viecher da irgendwie noch eine Chance hätten dagegen. Drei Drohnen mit dermaßen Feuerkraft, das ist no go. Das merkwürdig organische Rechenzentrum. Hier auch solche Höhlen zum Beispiel gibt es oben bestimmt noch welche, die ich noch nicht gesehen habe. Ah ja, eigentlich die Heuschrecke. Now we are talking. Gib mir was Cooles. Oh, du hast einen schweren Notanzug gefunden. Alle 180 Sekunden produziert der Spider einen mobilen schweren Notanzug. Mit diesem Notanzug ist sich die Bewegungseffizienz deutlich, aber die Bewegungsgeschwindigkeit sinkt. Endlich kann ich das Ding mal ausprobieren. So, normale Verbesserung. Bewegungseffizienz hochgepowert. Jetzt bin ich mal neugierig auf den Anzug. Erstmal baue ich dich aus. Oh, Prozessor Geschwindigkeit, wenn du einen Bohranzug trägst. Das habe ich von denen nicht genug. Zeus, wo bist du? Ende. Hast du nicht gehört, dass bei uns ein Außenseiter rumkrabbelt? Tu etwas dagegen, bevor wir eine zweite Epidemie bekommen. Ich meine, unten scheinen die ja keine Epidemie zu haben, wenn ich mich ganz irre. Ich habe zumindest nichts davon mitgekriegt. Oder kann mich nicht daran erinnern.
Booyah! Hoho, ich bin richtig lahmarschig, aber fuck me, geht das quickie! Das ist jetzt der geilste Durchlauf, glaube ich. Das wird mir definitiv auf höheren Ebenen helfen. Oh cool, was gibt's? Ach, toll, die Glaskanone. Aber ich kann ja sogar wieder ausziehen, wenn ich will. Ich nehme an, der wird auch immer zeitlich begrenzt sein, aber ganz ehrlich, fuck it. Rein, wo meine Scheiße zurecht. Und dann droppe ich das Ding und bin super schnell. Dieses Ding wollte ich eigentlich mitnehmen. Impulskanone. Ja, fick mich! Impulskanone. Ich habe nur noch 8 davon. Ich muss mir entscheiden. Fuck, ich nehme das Ding. Jetzt habe ich die richtig geilen Abbaumaschinerien. Alles. Ja. Okay, alle 3 Minuten produziert er erst einmal 9. Das ist natürlich ein bisschen nachteilhaft. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich den mitnehmen sollte dann jedes Mal oder nicht.
Solange diese Froschviecher nicht aufkotzen, bin ich relativ safe. Das sieht in Ordnung aus. Nice, 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 nice. Was gibst du mir Schönes? Schockwellen Level 3. Wenn das Bein nach einem Sprung landet, strahlt ihr eine Schockwelle aus.